Ja, hallo alle zusammen. Ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Herzlich willkommen hier zu meinem vierten offiziellen Beitrag bei Voll Normal TV. Es geht um meinen Song Ein bisschen Pippi. Und zwar ist damit gemeint die Pippi Langstrumpf. Wer sonst? Und was will ich mit dem Song sagen? Seid ein bisschen mehr wie Pippi und nicht wie Annika. Was hat die Pippi Langstrumpf so besonders gemacht? Warum war die so toll? Sie hat sich ihre Welt geschaffen, wie es ihr gefällt. Und hatte Spaß dabei, war freudig, ging auch mal über Grenzen hinaus. Und wenn ich mich heute in der Welt so umgucke, sehe ich bei vielen leider Gottes eine Miene nach unten. Als ob es auf dieser Welt zu sein das Schlimmste wäre, was man sich vorstellen kann. Und erlebe es auch irgendwie so, dass viele Menschen sich total gefangen glauben in dem, was sie jetzt gerade sind, auch wie die Welt jetzt gerade ist. Aber das System, in dem wir jetzt hier leben, in dem es vielen, vielen Menschen nicht gut geht, ist nicht vom Himmel gefallen, wurde nicht von irgendeinem Gott erschaffen, sondern von uns. Denn wir sind auch göttliche, erschaffende Wesen. Die Realität, wie sie jetzt ist, haben wir selbst erschaffen. Und wir können jederzeit die Realität auf diesem Planeten, diesem wunderschönen Planeten, wie wir hier haben, gestalten, wie wir sie wollen, gesamtgesellschaftlich. Und auch allein haben ganz viele Menschen viel mehr Potenzial, einen Traum, wie man eigentlich sein Leben möchte, und haben viel mehr Potenzial, diesen auch zu verwirklichen, als sie sich selbst zutrauen. Und deswegen dieser Song. Seid Pippi, nicht Annika, verdammt nochmal. Ja, ich möchte einfach ein bisschen Mut damit machen. Traut euch, habt keine Angst. Habt nicht so viel Angst. Lasst euch von dem ganzen Mist, der da auch passiert, nicht so sehr einschüchtern, dass ihr euren Traum in dem Leben hier vergesst. Step by step, jeder so gut er kann, aber ich bin mir ziemlich sicher, die meisten haben eh schon im Kopf, was sie eigentlich gerne hätten. Setzt euch dafür ein, traut euch, macht's Stück für Stück. Und dann können wir auch diese Welt hier im Gesamten ganz anders gestalten, als sie im Moment läuft, sondern so, dass es vielen, vielen Menschen besser geht und jeder kann jetzt schon mal damit anfangen, dass es einem selbst in seinem Leben besser geht. Seid ein bisschen mehr wie Pippi. Ich versuch's zumindest mal. Kein anderer und kein Geld. Ein bisschen Pippi, sei dein Held. Denn du entscheidest, was gefällt. Denn du entscheidest, was gefällt. Ja, du entscheidest, was gefällt. Suchst du noch oder lebst du's schon? Du weißt, du kannst alles tun. Worauf warten und warum? Erheb die Stimme oder bleibe stumm. Du spürst es doch, dein Herz pocht laut. Aus Träumen deine Wälder baut. Wähl deinen Traum bewusst und weise. Dann ist's egal, ob laut ob leise. Dann ist's egal, ob laut ob leise. Dann ist's egal, ob laut ob leise. Der Herr bist du in deiner Welt. Kein Gott, kein anderer und kein Geld. Ein bisschen Pippi, sei dein Held. Denn du entscheidest, was gefällt. Denn du entscheidest, was gefällt. Denn du entscheidest, was gefällt. In deinen Händen liegt allein
Deine Welt, ob groß, ob klein, spüren, fühlen, wissen, tun. Dein Wirken in der Welt rundum erschafft, löscht aus. Mein Gott, bist du in deinem Haus. Steh auf, erheb dich von den Knien. Leb deinen Traum, erwecke ihn. Leb deinen Traum, erwecke ihn. Leb deinen Traum, erwecke ihn. Der Herr bist du in deiner Welt. Kein Gott, kein anderer und kein Geld. Ein bisschen Pippi sei dein Held. Du entscheidest, was gefällt. Der Herr bist du in deiner Welt. Kein Gott, kein anderer und kein Geld. Ein bisschen Pippi sei dein Held. Entscheidest, was gefällt, ja, du entscheidest, was gefällt, ja, du entscheidest, was gefällt. Ja, gerade diejenigen, die dieses Video hier sehen können, oder die meisten davon, die hier in der westlichen Welt leben, wir haben die Möglichkeit, unsere Welt echt noch so zu gestalten, wie wir wollen. Leider Gottes gilt das nicht für alle Menschen auf der Welt, weil es denen einfach zu dreckig geht dafür. So, und dann, wenn wir das hier machen, wenn wir wirklich die Welt anders gestalten, jeder für sich das durchzieht, dann macht's mit Freude. Hört doch mal auf, so miesepetrig durch die Gegend zu laufen. Ein bisschen mehr wie Pippi Langstrumpf. Fände ich cool. So, vielen Dank fürs Zuhören. Nächsten Song, beim nächsten Beitrag von mir geht es um eine ganz andere Seite. Was wir hier so treiben auf der Welt. Ein paar Sachen gibt es, die man leider nicht schön reden kann. Der Song nennt sich Diamantenblut Blues. Ja, bis dahin, alles Gute und seid lieb. Bye.